Willkommen zurück bei Child of Light. Ich glaube, wir sind in den Ebenen angekommen. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es gleich weitergeht. Hier oben haben wir vielleicht noch irgendwie was. Nee. Dann machen wir uns mal direkt auf den Weg zu den Rambert-Ebenen. Und schauen, was uns dort erwarten wird. Ich bin gespannt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir dort ein paar Quests erledigen. Aurora wanderte über traurige Auen, hinab in ein staubiges Tal. Hoch und tief suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich, jede Hoffnung bar, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonnenlicht. Geduld, mein Kind, so schnell geht das nicht. Okay. Wollen wir doch mal hier erstmal Zaubertrank 2 einsammeln. Links zu den Windrädern. Da müssen wir hin. Was ist das da am Wegesrand? Der Zirkus war hier, ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lasse ich meine Stimme erklingen und beginne meine brillante Bühnenzukunft. Du meinst Karriere? Hör, was ich sage. Okay, Rubella scheint sich auch langsam ihrem Ziel zu nähern, obwohl ich sie eigentlich nicht verlieren möchte als Kameradin. Ist hier vielleicht oben noch irgendwas? Nein. Der Wasserfall tut ein bisschen weh. Aber wir müssen hier rüber. Hier ist noch ein Wasserfall. Oh, was haben wir denn da für einen? Was zur Hölle ist das? Wieder so ein Riese. Ich denke nicht, dass ich schneller bin als der Riese. Mit dem anderen Schlag. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, erstmal die normalen Attacken zu wirken. Ich versuche es, ob ich ihn so killen kann. Ja, sehr schön. Haben Gott sei Dank sehr wenig Leben. Verteidigen. Aua. Nimm dies. Hier schön im Hintergrund die Windmühlen. Kritischer Treffer. Sehr schön. Level up. Und ein Objekt gefunden. So, hier kann ich nicht weiter skillen. Das heißt, als nächstes ein mächtiger Lichtstrahl mit einer Chance von 10%, die anvisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Na, da gehe ich doch mal ganz klar rein. Aua. Umgeschliffener Smaragd. Ach, da ist das Schweinchen. Oink. Achilles? Vielleicht haben wir uns geirrt. Das kann nicht unser Achilles sein. Die leuchtende Tinte fehlt auf diesem Schwein. Ach so, okay. Nochmal das Gleiche. Was zur Hölle? Versuche ich's mal. Mit dem Lichtstrahl. Ich habe sie auf jeden Fall nicht direkt getötet. Ich glaube, ich bleibe hier bei dem Feuer.
Aua. Macht immerhin 99 Schaden. Und unterbrochen. Versuche ich es nochmal mit Lichtstrahl. Hat aber wieder nicht funktioniert. Autsch. Zack. Der ist hinüber. Und die ist wieder unterbrochen. Aber diesmal könntest du schneller sein, oder? Nein, ich glaube nicht. Und er ist auch hinüber. Tobella ist Level up. Beschleunigungselixier, so. Rubella. Bald bekommst du Überrumpeln gegen alle, da freue ich mich schon drauf. Das ist echt eine starke Fähigkeit. Oink, oink, das ist auch nicht das Richtige. Autsch. Okay. Wer ist das? Wer ist das? Täuscht mich mein Auge? Ignipulus. Ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das denn sein? Du lagst im Bett. Aschfahl wie ein Brett. Es war zum Verdrießen. Es ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lange bist du schon hier? Wie geht es Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bette liegt. Einen Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf bewegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmte herrlichen Duft, dann das Grauen. Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in einen Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus, zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir, fürwahr, jedes Hindernis heute und immer da. Nora hat sich der Gruppe angeschlossen. Da haben wir also die Schwester gefunden. Von unserer Protagonistin. Ich weiß nicht, was die für Fähigkeiten hat. Mal Heiltonikum. Hier ist nichts. Nee. Dann kann ich auch hier unten weitergehen. Allerhopp. Noch mal ein Stück. Au, au. So, hier oben. Nehmen wir den mal gleich mit hier. Was zur Hölle ist das? Okay, ich möchte wechseln. Zu Finn. Und Finn wird jetzt erstmal einen Monsun auf die Steinviecher hier machen. Wenn das liebe Pokémon ist, wird ihn das killen. Nein. Vielleicht ist es ja gegen Feuer. Ausgewichen. Dieses Mal nicht. Versuchen wir es mit Feuer. Nö, war auch nicht effektiv. Aber gegen den ist Feuer mit Sicherheit effektiv. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Jo.
Autsch. So, versuchen wir es mit Blitz. Ist aber unterbrochen worden. Schade. Aber wir haben nochmal die Möglichkeit. Wenn das jetzt nicht effektiv ist, dann ist es wohl Licht. Aber die sahen irgendwie aus wie solche Stein-Pokémon. Blitz macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Was für ein Ort, entsetzlich und hart. Die finstere Wildnis eines Elfenlands. Nichts für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Und was sind das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ah, du hast sie auch getroffen. Mich beschenkte sie mit magischen Ringen. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch, die Krone schützt mich vor Ungemach. Okay. So, ich kann jetzt hier die Gute komplett weiter lernen. Mache ich das jetzt ja auch mal. Einlullen. Versteinern. Kann ganz gut sein, glaube ich. Zweimal starker Zaubertrank. Mist. Oder unten. Ein Bekenntnis. Ist das Bekenntnis Nummer 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, das hier ist dies. Die ist Bekenntnis Nummer 7. Rauch quillt, Feuer sprüht auf Linien aus Eis. In Städten tanzen Ideen durch die Nacht. An Okuli und Licht wird nicht gedacht. Eine Traummaschine gewirkt aus Fleiß. Londons Ausstellungen dreifach bereist. In Pariser Salons die Kunst erwacht. Münchens Musik ist erhabene Pracht. Europas Wunder verlocken als Preis. Doch viele der Träume gehen schnell verloren. Voller Misstrauen spitzen Männer die Ohren. Frauen verstummen, alle wollen nur Geld. Ob Mann, ob Frau, Zwietracht regiert die Welt. Nur wenige mit dem Blick rein und klar erfahren das Geheimnis von Lemuria. Dann will ich jetzt nochmal versuchen, ob ich da rankomme. Sehr schön. Einen Nullen Elixier bekommen. So, irgendwas muss ich damit ja wohl machen. Schiebe ich das einfach mal weiter und ich denke, das wird jetzt gleich einfach runterfallen, ne? Mist, 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 Mist. Sehr schön. Was haben wir hier? Glyphium-Elixier. Und da oben ist nichts mehr. So, was haben wir hier noch? Einen kleinen Riesen. Und das ist ja wohl eine finstere Kreatur, oder nicht? Egal, ich versuch's jetzt erstmal wieder mit Lauffeuer. Denn das ist, muss ja einfach effektiv sein. Und der ist jetzt auch direkt hinter sich. Ja. Auch hier versuche ich es mit Lauffeuer. Sie wurde leider unterbrochen, Aurora. Handeln, Hieb. Ach,
Das Glühwürmchen kann heilen. Dass ich das jetzt erst rausgefunden habe, ist ganz schön traurig. Aber wir sind, haben ordentlich EP bekommen und ein Level up. Hey, eine sprechende Fee. Nein, ein Glühwurm, gnädige Frau. Ha, du bist so erfrischend blau. Aurora, der Käfer passt zu dir, haargenau. Es ist kein Käfermensch. Ignatius. Wiederbeleben, das ist natürlich auch wieder gut. Was haben wir hier? Das ist wieder nicht, ne? Achilles? Nee. Nee, das ist er nicht. Das ist es nicht, das Schwein. Ach, sieh mal einer an. Okay, ich gehe ja trotzdem erstmal nach unten, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen... Das ist der Bonus hier. Okay. Hier scheint es überall irgendwie weiterzugehen. Handeln. Ich wechsle mal mit Nora. Versteinern, verteidigen, beschleunigen. Einlösen. Mache ich einfach mal. Hieb. Was hat er da gemacht? Zum Teufel. Der hat nicht funktioniert. Kann ich mal bei uns beschleunigen, wenn ich das wählen kann? Nein, kann ich aber nicht. Wurde unterbrochen. Mist. Kontert körperlichen Angriff. Ich wechsle. Ich wechsle, ich mag die nicht. Ich mag Robella lieber. Aber ich weiß noch nicht, was gegen die effektiv ist. Aua, abkontert. Alle unterbrochen. Heilung. Oh, bitte unterbrich mich nicht. Scheiße. Nein, heilen. Ah, der hat's hinter sich. Aurora ist wieder fit. Hieb.
überrumpeln. Na also. Stufenanstieg. Ich bin Flynn. Freut mich, an eurer Seite zu kämpfen. Wie entzückend, ein Gartenzwerg. Besten Dank, Fräulein. Was ist ein Gartenwerk? Sicher irgendein Gerät für den Garten. Ah! Gartenzwerg. Ja, Aurora, was mache ich mit dir? Hier, Magieresistenzaufwertung. Ich wollte erst nochmal hier gucken. Schau mal an. Ein LP-Sternstaub. Wo geht's denn hier hin zur Hölle? Okay. Hier gehe ich erstmal nicht weiter. Das scheint was Größeres zu sein. Haben wir hier das Schwein, das wir suchen? Nein. Und wo geht's hier lang? Hier geht's gar nicht lang. Ich glaube, da waren einfach mehrere Wege möglich. Der Spiegel, ich fürchte, er ist dort. Dieser luftige Tempel ist der Ort. So hoch hinaus können wir nicht schweben. Irgendeinen Weg wird es dorthin schon geben. Vielleicht fragen wir die Leute, die hier leben. Hier gibt es im Moment wirklich so viele Möglichkeiten, was wir tun können. Ich bin gerade ein wenig überfordert. So, jetzt erstmal nochmal gegen so eine von diesen Steinkreaturen gekämpft. Jetzt probiere ich mal, ob das Sternenlicht was bringt. Nein, auch nicht viel stärker. Aber ich mache den jetzt trotzdem alle. Ich werde nicht viel leben. Doch genügend, um diese zwei Attacken zu überleben. Das war's. Und der Hieb richtet's. Heil, Ignatius. Und Flynn ist Level Up. Wie reizend. Ein Karnevalsclown. Noch nicht, aber ich gehe zum Zirkus, um dort zu leben. Und wie stark du bist. Ich wette, du könntest eine echte Dame hochheben. Zeig mir eine und ich mache einen Test. Einen Versuch. Ihr müsst ihr vergeben. Ah, diese Dialoge. Okay, hier geht's lang. Was ist das denn hier? Wenn ich den Hebel benutze. Ah, okay. Jetzt
Jetzt habe ich es gecheckt. Na los. Letzter Kampf hier in diesem Part, denke ich mal. Nee, ich werde mich fokussieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich versuche es einfach nochmal. Ganz knapp nicht. Schade. Oh, und der wirkt direkt Hammer, ey. Ausgewichen, Gott sei Dank. So, aber diesmal hieb alle. Boah, ganz knapp. Diese Konter, die sind so hart, ey. Der kontert alles. So, Hieb. Jetzt stirb aber bitte. Na also. Ist hinüber? Zack. Man könnte irgendwie den Gegner noch blenden, aber das habe ich ja schon vorher herausgefunden, dass das wohl nicht möglich ist. Rubella ist Stufe 21 und die kleine die große Schwester von Aurora ist auch Level up geworden, die ich aber nicht so gut finde. Ist das das Schwein, was wir brauchen? Oink. Verzeih, du Borstentier. Trägst du vielleicht eine Markierung auf dir? Achilles, das ist unser Tier. Es ist wieder borstig. Los, schnapp es dir. Bist du das berühmte Münzesuchende Schwein? Zur Capelli-Sammlerin bringen wir dich heim. Ah, sehr schön. Dafür mussten wir also hier runter. Autsch. Autsch. Na gut. Das Schweinchen hat keine Markierung. Werde ich jetzt wieder zurückgehen. Da, wo das Tor ist. Hier nämlich. Und hier pausiere ich. Im nächsten Part geht's weiter und bis dahin. Ciao.